Ja, liebe Zuschauer, so oder ähnlich klingt es wieder in ein paar Wochen. Und das ist dann die Zeit, wo es wieder das Backen losgeht. Was braucht man zum Backen? Eine ganz tolle Sache für einen Stollen oder Plätzchen. Man braucht das da. Ja, Orangeat, Zitronat, jeder kennt's. Und wenige lieben es, ich auch nicht. Zumindest das hier. Das hier sind nur 57% davon ist Schale. Also Orangenschale, Zitronenschale. Ich sage, braucht kein Mensch, kann Spuren von Sulfid enthalten. Und als Säuerungsmittel haben wir Zitronensäure, das verwende ich zum Entkalken. Gut, heute, liebe Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie man aus frischen Bio-Orangen und Zitronen hervorragend Zitronat und Orangeat macht. Nach dem Intro geht's dann los. Bis gleich. Servus, grüßt euch, da bin ich wieder, der Wolfi, herzlich willkommen wieder bei mir in meiner Küche. Ja, Zitronat, Orangeat, ich hab's euch ja schon gezeigt, die schauen nicht schön aus und so wie sie ausschauen, so schmecken sie mir einfach nicht gut. Drum mache ich es mir eben selber und Zitronat, Orangeat, wenn es richtig gemacht ist, selber gemacht ist, dann hat es einen vollmundigen, aromatischen Geschmack und das kann man wunderbar verwenden in einen ganz tollen Stollen oder in die Platzerl, in Kekse. Es ist dann sehr, sehr, sehr schmackhaft. Da beißt man gerne drauf. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn man auf dieses Zitronat-Orangeat drauf beißt? Das schmeckt nicht gut. Drum mache ich es selber. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Zuerst ist es ganz wichtig, liebe Freunde, auch wenn es Bio ist, wir müssen sie waschen. Warum? Mir persönlich ist es so, ich mag keinen Schmutz drauf. Und da ist mir egal, ob es ein Bio-Schmutz ist oder ein normaler Schmutz. Der Schmutz muss runter und deswegen werden sie gewaschen. So, schaut's her. Und schon ist erledigt, gell? Gut. Und jetzt werde ich sie schälen. Und wenn ich soweit fertig bin, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. Die Zitronen sind geschält, ebenso die Orangen. Ihr seht, ich habe sie in kurze Streifen geschnitten, in dünne und nicht in Würfeln. Das hat seinen Grund, nämlich der, die lassen sich dann hier besser bearbeiten und verkochen. Und später, wenn sie dann komplett fertig sind, entnehme ich dann aus meinem Vorratsglas die entsprechende Menge und schneide sie dann klein. Ich tue mich dann einfach leichter. Gut, als nächster Schritt ist es ja so, dass wir die Schalen einweichen müssen. Man könnte sie natürlich auch zusammen verwenden, aber manchmal ist ja so, dass man einfach nur mal schön Orangeat braucht und kein Zitronat oder umgekehrt. Und dann habe ich sie einfach separat sortiert. So, wir werden sie jetzt mit Wasser bedecken. Und circa 20 Minuten ziehen lassen. Nur ruhen lassen, damit sich hier Bitterstoffe aus dem Weißen der Haut entzieht. Diese 20 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt werden wir das Wasser abgießen.
Ein tolles Aroma. So, zurück damit. Das macht man mit den Orangenschalen natürlich auch. Und die Schalen zurück. Gut. Wir werden jetzt die Schalen kochen. Die sollten jetzt so für 20 Minuten kochen. Und das bei mittlerer Hitze. Und dann werden wir das Wasser wieder abgießen müssen. Und noch einen kleinen Tipp am Rande. Hier diese Anschnitte der Orangen und Zitronen, die braucht ihr nicht entsorgen, nicht wegschmeißen. Gebt sie in den Korb eurer Geschirrspülmaschine, vorausgesetzt ihr habt welche, eine. Dann gibt es das im Besteckkorb hinein. Das reinigt die Geschirrspülmaschine von innen wunderbar. Ihr braucht keine Chemie, kein gar nichts. Die Fruchtsäure der Orange und Zitrone reicht da aus, dass ihr einen strahlenden Glanz bekommt. So, meine Freunde, die 20 Minuten sind vorbei. Und gießen das jetzt wieder ab. Ein wunderbares Aroma. Im nächsten Schritt müssen wir das Orangeat und später das Zitronat auch wiegen. So, wir haben hier 110 Gramm. Zurück damit. Diese Menge an Zucker benötigen wir jetzt auch hier drin. Schaut ihr? Und dieselbe Menge brauchen wir jetzt auch an Wasser. Und um das Orangeat noch zu aromatisieren, gebe ich noch einen Löffel Waldhonig dazu. So, das gibt ein wunderbares Aroma. Denselben Vorgang wiederholen wir hier beim Zitronat. Und auch hier einen Löffel Honig dazu. Schön verrühren. Beides lassen wir jetzt bei mittlerer Hitze so lange reduzieren, bis am Boden nur noch ein wenig Sirup ist. Und schon sind's fertig. Wunderbar. Raus damit. So, füllen wir jetzt mal unser gutes Orangeat ab. Herrlich. Ich bitte euch, schaut euch das an. Hier diesen Sirup, den nehmen wir mit. Und ich verspreche euch, meine Freunde, wenn ihr das nachmacht, so ein leckeres Orangeat und Zitronat habt ihr in eurem Leben noch nie gegessen. Höchstens die Oma hat es selber gemacht oder die Mama, so wie ich. Aber grundsätzlich nein. Ich möchte euch noch einen kleinen Tipp geben. Ihr könnt euch das aromatisieren noch zusätzlich mit Vanillezucker oder
Zimt. Aber da würde ich kein Zimtpulver nehmen, sondern eine Zimtstange. Warum? Weil sonst wird euch das braun und das schaut dann nicht so gut aus in dem Plätzchen oder im Kuchen. So, gut. Ha, auch schön, gell? Ich habe noch nie so gern Zitrone gegessen wie hier bei diesem selber gemachten Zitronat. So, nichts verschenken. Wenn man bedenkt, das ist theoretisch ja, hoppla, ein Abfallprodukt. Von der Seite her, denke ich, haben wir alles gut gemacht. Probieren wir gleich das Zitronat. Nicht bitter, überhaupt nicht bitter. Diese Abstimmung von sauer und süß. Wir kennen es vom Asiaten. Ein Gedicht, traumhaft schön. Ihr könnt natürlich auch Ahornsirup hernehmen. Also die Variationen sind sehr, sehr, sehr weit. Und jetzt Orangeschale. Also, ich sage, alles richtig gemacht. Das lasst ihr jetzt bitte auskühlen. Und wenn es ausgekühlt ist, Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Es ist, also für 4 Wochen gebe ich Garantie, ist es haltbar. Bis dahin sollte es verwertet sein. Und wenn es ist, macht man halt einfach wieder was Neues. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr dabei wart. Hat mich, gefreut. Hat mich wirklich gefreut. Und ich hoffe, ich habe euch da wirklich was Gescheites gesagt. In dem Sinne, pfiat euch, der Wolfi. Bis zum nächsten Mal. Servus.